Künstler fragen Künstler. Mein Name ist Peter W. Strux und heute begrüße ich Sie zu der Staffel Kunst gefragt. Mein heutiger Gast, eine Künstlerin des Paul Klinger Künstlersozialwerks, die Autorin Alina Gause. Herzlich willkommen, Alina. Hallo, hallo. Alina, du bist ja nicht nur Autorin, du berätst seit vielen Jahren Künstler und Künstlerinnen aus allen Genres. Und du hast einmal geschrieben, manchmal treffe ich dabei auf verborgene Trüffel. Ja. KünstlerInnen, die abseits vom Markt Beachtendes kreieren, von dem niemals jemand erfahren wird, wenn nicht jemand darauf hinweist. Nun hast du ja uns ein Buch mitgebracht. Wie heißt das und worum geht es darin genau? Also das Buch heißt Anbieten ohne Anbietern, Selbstmarketing für Kreative und es ist ein psychologischer Ratgeber. Du hast ja gerade gesagt, ne, dass ich seit vielen Jahren Künstlerinnen auch unterschiedlicher Genres hier berate und das ist das größte Thema. Das ist eines der allergrößten Themen ist, sich selbst verkaufen, in Anführungszeichen. Ich kann mich nicht gut verkaufen. Kann ich nicht einfach Kunst machen und irgendjemand anders guckt, dass das irgendwie auch nach draußen kommt. Sichtbar sein und so. Das ist eines der größten Themen. Und deshalb habe ich mich der Sache mal angenommen. Weil in meinem zweiten Buch, Kompass für Künstler, hatte ich schon so einen Teil davon drin. Die dritte Person nannte sich dieses Kapitel und darauf bekam ich unheimlich viel Reaktionen und dachte so, aha, das ist irgendwie der Nervus hier an der Stelle. Und dann habe ich mir dieses Thema rausgenommen und gedacht, okay, das ist, glaube ich, ist gut dafür, ein ganzes Buch zu machen und wirklich mal da einzusteigen. Also es ist nämlich eigentlich ein Buch für Menschen, die ein Problem haben mit Selbstmarketing, die es hassen, die allergisch sind dagegen, die es eigentlich nicht tun wollen. Deshalb bin ich auch so ein bisschen mit diesem Satz eingestiegen, weil da steckt ja so ein bisschen darin, was du auch in deinem Buch beschreibst, so diese dritte Person, die auf der einen Seite ja eigentlich nur darauf wartet, ich muss entdeckt werden, ich bin so gut, dass die ganze Welt zu mir kommt und ich muss gar nichts dafür tun. Und so ein bisschen schimmert ja in deinem Buch dabei heraus, dass diese dritte Person, die wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher erklären, dass die so ein sehr kümmerliches Dasein fristet, so nach dem Motto, so die Brotkrumen, die können wir dieser dritten Person geben und die beiden anderen Personen können üppig das große Mahl zu sich nehmen, Vorspeise, Nachspeise, Hauptgang, Champagner vorne, hinten und wie auch immer. Aber die dritte Person kann dann abräumen. So, was ist diese dritte Person? Wie kann man die zu fassen kriegen? Ich will vielleicht mal kurz erläutern, wie es überhaupt zu diesem Konzept kam, ne? Das ich da nenne, die drei Persönlichkeitsanteile kreativer. Das hat sich aus der Praxis entwickelt. Ich suchte nach einem Denkmodell, um diese Personalunion kreativer ein bisschen besser zu fassen zu kriegen. Also Personalunion, da meine ich, dass bei Kreativen eben alles so in einem Topf ist. Dieses, wo fängt eigentlich die Freizeit an und hört die Arbeit auf? Wenn ich bei einem privaten Abendessen sitze und amüsiere mich gerade gut und dann stellt sich raus, dass mein netter Tischnachbar der Arbeitgeber schlechthin ist in meinem Business oder so, was passiert dann plötzlich mit mir? Irgendwas verändert sich. Was ist denn anders, wenn ich auf der Bühne stehe und kann strahlen und wenn ich dann aber zur Premierenfeier gehe, werde ich irgendwie zu einem anderen Menschen. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Und wenn so an einer Stelle irgendwas nicht funktioniert, privat, künstlerisch oder im Business, dann war es häufig so ein Flächenbrand. Und meine Aufgabe als Beraterin ist ja zu gucken, so zu analysieren, okay, wo ist jetzt hier genau der Punkt, an dem wir am besten eine Weiche stellen können, was sich dann positiv aufs Ganze auswirkt. Und so habe ich so eine Art künstliche Trennung
herbeigeführt und gesagt, es gibt drei Persönlichkeitsanteile. Das Privatleben, die Privatperson, die also ja, ein bestimmtes Geschlecht hat, einen bestimmten kulturellen Hintergrund, Vorlieben, Familienstand und so weiter und so fort. Und auch nicht-künstlerische Interessen. Dann gibt es die zweite Person, also das Kreativ-Ich im Moment des Tuns. Das ist wichtig. Eben im Moment des Schreibens, Singens, Ideen, Erfindens, weil das auch ein besonderer Bewusstseinszustand ist, in den sich da der oder die Kreative hineinbegibt. Und dann gibt es eben noch den großen Bereich der dritten Person. Ich nenne das auch bewusst nur die dritte Person. Jeder und jede kann sich da eine eigene Bezeichnung für geben. Und die dritte Person taucht immer dann auf, wenn eine Situation nicht eindeutig privat oder künstlerisch ist. Wenn ich Workshops gebe zu dem Thema, frage ich an der Stelle immer, was sind denn das für Situationen? Und dann kommt Vorzimmer der Audition, Agenturtreffen, Vernissage, Messe, Alumni-Treffen, roter Teppich oder eben besagtes privates Geburtstagsessen, wo ich mich plötzlich in einer Werbesituation wiederfinde. Und jetzt will ich da andocken, was du sagtest. In der Regel ist diese dritte Person der Schwachmat des Trios. Also die erste Person wird gelebt, natürlich, es ist die Privatperson, wir leben sie mal lieber, mal weniger lieb, aber sie ist da und ist halt unser Leben so und ist auch gut gefüllt. Und die zweite Person ist in der Regel der Zustand, den Künstler und Künstlerin am liebsten aufsuchen. Das ist ein nährender Zustand, eigentlich einer, der wohltut und der wird gepflegt und gehegt. Und der ist übrigens auch, wenn die meisten fangen ja schon im Kinder- und Jugendalter, also bevor der Markt überhaupt von Interesse ist, fangen sie ja an, kreativ zu sein. Und da und auch noch durch die ganze Ausbildung hindurch funktioniert es nach diesem, wie du es gerade angesprochen hast, nach diesem Passivmodus des Entdecktwerdens. Man macht irgendwas und auf einmal sagen so die Leute drumherum, Mensch, also das kann er aber gut, da ist sie jetzt aber echt talentiert, das ist aber, mach doch nochmal und so. Mensch, wir suchen dich jetzt mal aus und ne, so. Und dann, wenn der Markt dazu kommt, die dritte Person, die muss sich mit Dingen beschäftigen, die Künstler und Künstlerinnen in der Regel nicht mögen. Und es ist auch in Ordnung, dass sie es nicht mögen. Sonst hätten sie einen anderen Beruf ergriffen, ja, wenn sie Bürotätigkeiten, Selbstorganisation, Werbetätigkeiten und sowas, wenn sie das lieben würden. Und die wird nicht gepflegt. Der Job wird sehr vernachlässigt. Man macht es wohl oder übel, nur so notgedrungen. Wenn man es dann macht, es gibt auch welche, die total diszipliniert sind und einfach sagen, ich weiß das, ich habe es verstanden, ich mache es. Dann ist es oft so, dass es den kreativen Part dominiert. Und im übelsten Fall, der sehr häufig vorkommt, ist es nicht nur so, dass die dritte Person den Job nicht macht, sondern sie flüstert auch noch richtig abwertend von der Seitenlinie rein. Oder flüstert nicht mal, sondern so, ne, schreit so rein. Hast du eigentlich schon mal geguckt, was du da so produzierst? Und du meinst, das ist irgendwie interessant für den Markt. Hast du schon mal geguckt? Hier XY, der oder die macht das wirklich super. Ich finde, bei dir läuft es nicht so besonders. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie du auf die Idee kommst, auf den Markt zu wollen. Also da kommen so richtig diese inneren Kritikerstimmen so heftig durch. Also zum Beispiel auch so die, wer soll das denn kaufen? Oder für wen soll das denn sein? Genau. Da gibt es wunderbare Sätze, ne? Mein Lieblingssatz dabei ist, ich habe ja hier einen Lehrauftrag an der UdK und wenn wir dazu arbeiten, dann stellen wir häufig die Situation nach im Vorzimmer einer Audition. Und dann lassen wir die inneren Monologe mal laut werden, dieser dritten Person. Und herrlich ist, es werden ja alles Schauspieler, Sänger, Tänzer, ja. Und einer der wirklich häufigen Sätze ist, ich glaube, ich studiere Medizin. Im Vorzimmer der Audition. Ich meine, nichts dagegen, dass jemand sich dazu entscheidet, auch noch Medizin zu studieren. Warum denn nicht? Nur das Vorzimmer der Audition ist eindeutig nicht der Ort. Oder ich hätte doch die hohen Schuhe anziehen sollen oder im Gegenteil die flachen Schuhe oder ich glaube, ich bin hier die einzige Blonde. Was heißt das irgendwie? Ich glaube, ich kann wieder... So diese Selbstkiller, die sind da
sehr, sehr stark am Werk. Und also ich habe dann manchmal so das Gefühl und den Eindruck, da ist so eine ganze Mafia-Gang in mir zugange, die alles Mögliche niedermetzelt, was da auch nur ansatzweise kreativ und ja, selbst marketingmäßig herauskommen will. Also ist der Rasenmäher schon da, bevor gesät wird. Sehr schön, dass du es so sagst, weil ich das häufiger auch mal so vergleiche mit so einem Pflänzchen, ja, wenn Projektideen kommen, Projekte entstehen, dass ich wirklich häufig sage, mach es heimlich, versteck es noch nicht den Wettereinflüssen oder gar dem Rasenmäher aussetzen, ja, sondern wirklich erstmal so ziehen, bis es so ein Bäumchen ist, dass der Rasenmäher auch erstmal nicht viel machen kann. Also es ist wirklich diese zweite Person und das, was da entsteht, schützen, schützen, schützen. Du hast in deinem Vorab einen Satz geschrieben, den ich mal so rausgeschrieben habe. Selbstmarketing, also sich und seine Kunst der Welt anzubieten, kann Spaß machen. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das ist ja doof. weil mir macht es keinen Spaß. Beziehungsweise ich habe damit Mühe. Und alles, was in dieser Form Mühe macht, das gehe ich nicht so sehr gerne an. Mhm. Es sei denn, und das ist dann einfach so der Vorteil, wenn man dein Buch weiterliest, man kommt sich selber auf die Schliche. Wo stelle ich mir Hürden in den Weg? Wo falle ich über meine eigenen Schnürsenkel, die ich nicht zugemacht habe? Wo stolper ich über den Putzeimer, der noch im Flur steht oder was auch immer? Das habe ich aber selber kreiert und nicht irgendwer anders. Mhm. Wenn ich hinter diese Fassade gucken kann, was mich ausmacht, wie ich das selber. Und wenn ich jetzt so diesen Bogen gemacht habe, so da finde ich doch so ein Stückchen Freude dran. Oder das reizt mich. Auch wenn ich so innerlich so einen kleinen Igel spüre, der sagt, ach nee, komm, lass mal. Was hat dich daran so gereizt, dieses Thema so aufzugreifen? Dass ich... Ja, es hört sich ein bisschen vermessen an, aber dass ich den Eindruck hatte, ich habe die entscheidende Substanz entdeckt, die den Unterschied macht zwischen Horror und geht doch. So. Und das fand ich dann einfach so wahnsinnig spannend. Und ich bin ja jetzt hier in meinem Büro hier in Berlin 12 Jahre. Also ich habe schon einige, mal abgesehen davon, von den Kollegen noch aus den Jahrzehnten vorher eigener künstlerischer Tätigkeit, aber ich habe ja Biografien auch schon jetzt verfolgt und habe gesehen, wie Dinge aufgegangen sind oder was sich so entwickelt hat. Und deshalb habe ich auch ein bisschen Empirie jetzt. Also um meine Hypothese dessen, es müsste doch eigentlich so und so ganz gut laufen, zu sehen, wie es tatsächlich funktionieren kann. Und das ist ein Fest. Also es ist ein Fest zu sehen, wie das ja eigentlich sind Kreative, ja die geborenen Werbefachleute. Ja, eigentlich sind sie ja diejenigen, die mit Begeisterungsfähigkeit, mit Neugier, mit Humor, mit so vielen Dingen andere anstecken können zu etwas. Und in der Regel stecken sie halt an in dem kreativen Tun, zu dem, was sie gerade sagen, zu der Geschichte, zu dem Lied, zu dem Bild und so, ne? Und letztlich lässt sich das auch übersetzen. Du sagtest gerade, mir auf die Schliche kommen. Ja, würde ich sagen, sehr schöner Ausdruck. Und ich würde sagen, ich würde sogar noch weitergehen. In der Regel wissen kreative Persönlichkeiten, wie sie unterwegs sind, was ihnen liegt, was ihnen nicht liegt. Eigentlich sind sie sich längst auf die Schliche gekommen. Der Stolperstein ist da, dass sie sagen, wie danach darf ich gehen? Das darf mein Leitfaden sein, wie ich es gerne hätte. Es darf mein Leitfaden sein, dass ich es hasse zu telefonieren und dann telefoniere ich halt nicht, sondern schreibe eine Mail und mache was anderes. Es darf mein Leitfaden sein, dass ich regelmäßig ausgelaugt bin, wenn ich Agenturen recherchiere und dass ich mir das so in Portionen einteile, dass es für mich aushaltbar ist. Es darf mein Leitfaden sein, dass ich nur auf die Märkte zugehe, die mir gefallen. Wie?
Wieso? Dann fühlt es sich ja gar nicht mehr schrecklich und schlimm an, sondern dann bekomme ich ja vielleicht sogar Lust, mit den Leuten da zu reden und kann mich vielleicht gar nicht richtig zurückhalten. So. Also ich darf das mir und meinem Produkt und meiner Persönlichkeit entsprechend gestalten. Und ich würde eben noch weitergehen. Ich würde sagen, du musst sogar, weil alles andere wird unauthentisch, wird anbiedernd. Und da die meisten Künstler und Künstlerinnen es hassen, sich anzubiedern, ist der logische Schluss daraus, wir tun es einfach nicht. Dann biedern wir uns auch nicht an, wir tun es einfach gar nicht. Wir gehen lieber damit, dass wir nicht sichtbar sind, als damit, dass wir das auf so eine komische Art machen. Ja? Im Prinzip ist es ja nichts anderes, als das, was wir Künstler und Künstlerinnen in unserem kunstschaffenden Prozess auch machen. Wir gehen ja dem nach, wo wir besonders Freude, Lust empfinden, wo wir merken, da komme ich weiter. Und eigentlich ist es eine Adaption aus dieser Geschichte, das auf diese dritte Person, dieses Selbstvermarkten zu übertragen und diese Hemmschwelle oder dieses Gatter, was dazwischen ist, einfach mal aufzumachen und auf die andere Wiese zu gehen und zu gucken, ich kann mich da auch so, wie es mir entspricht, austoben, ohne dass ich, jetzt komme ich wieder auf den Buchtitel, ohne mich anzubiedern. Sondern einfach nur zu sagen, da bin ich. Umgekehrt funktioniert es auch, dass es einfach erlaubt ist, in den Tätigkeiten der dritten Person übellaunig zu sein, müde, unmotiviert, nicht besonders talentiert, langsam, schwer vom KP, wie der Berliner sagen würde. So. Und also, weil das ist ja oft auch sowas, so eine Selbstabwertung, mein Gott, das gelingt mir ja gar nicht. Da bin ja da wie auf Eiern und das ist ja alles, ich fange ja da bei Null an und andere können das viel besser. Also so dieses, und dass man sagt, das ist auch nicht mein Beruf. Das mache ich, weil ich Profi bin und weil ich weiß, es gehört dazu, wie ich auch eine Pressekonferenz geben würde, na, so wenn irgendwie das anberaumt wird, würde ich machen, weil ich sehe, das ist, oder ein Interview, ja, das gehört eben dazu. Aber ja, da eben zu sagen, wenn ich morgens meine Bürozeit eingerichtet habe, wo ich jetzt mal Agenturen recherchiere oder Preise und Stiftungen oder Fördermittel oder sowas, ja, oder Fotografen und Fotografin, da muss ich mich nicht gut dabei fühlen. Ich tue das an einem Zeitpunkt im Tag, wo ich keinen großen Verlust habe, weil ich sowieso immer so ein bisschen müde bin und uninspiriert und es mir für kreative Arbeit nicht wegfällt. Und da mache ich jetzt eine Stunde rein und dann mache ich das übellaunig, wie ich den Abwasch mache oder so. Dahinter ist ja, du hast es ja vorhin auch schon, ich mag diesen Ausdruck, auf die Schliche kommen, weil ich auch ganz oft zu den Leuten sage, sagen wir es doch, wie es ist. Es geht doch darum, dass wir uns selbst überlisten. Es geht doch darum, dass wir uns selbst, und zwar natürlich auch humorvoll, dass wir uns humorvoll überlisten. Also ich zum Beispiel erzähle mal ganz gerne, dass ich so eine komische Amnesie habe. Es ist so ähnlich wie mit Geburten. Man vergisst irgendwie den Geburtsschmerz. Und bei Büchern vergesse ich immer, dass die Arbeit erst anfängt, wenn das Buch geschrieben ist. Jedes Mal denke ich so, oh, das geht ja leicht. Das ist ja, Mensch, das hat sich jetzt hier so weggeschrieben. Ja, ach, wunderbar. Und ich vergesse wirklich immer, dass danach, ich würde sagen, 2-3 Monate, also die Entwicklungszeit der Konzepte und allem dessen, was da so drin ist, das mag viele Jahre sein. Aber das Schreiben selbst sind vielleicht 2 Monate und dann dauert es 1 Jahr, bis das Ding in der Version ist, wie es dann auch wirklich rauskommt. Ja. Das vergesse ich aber immer. Und ich weiß ja jetzt schon, ich erzähle drüber, dass ich es vergesse. Und es ist ja wunderbar, dass ich es vergesse. Also vergesse ich es eben auch einfach und befördere das, dass ich beim nächsten Projekt bitte mich auch selbst nicht daran erinnere, was danach kommt, sondern einfach mir traue darüber, das geht jetzt total leicht. Warum nicht? Das heißt, ich darf oder ich muss eigentlich auch mir an bestimmten Punkten deutlich machen, ich darf mir Unterstützung holen, ich darf mir Beratung holen, ich darf mir Hilfestellung holen oder sogar auch Dinge delegieren, indem ich sage, das kann ich nun wirklich nicht, weil ich habe 2 solche linke Hände, da wird es einfach eine Katastrophe, wenn ich den Hammer in die Hand nehme und was auch immer damit mache. Genauso wie ich das ja auch bei bestimmten Phasen der künstlerischen Produktion mache. Ich mache ja auch nicht alles
Genau. So, wenn ich Bilder male, muss ich nicht unbedingt den Rahmen dafür herstellen. Wenn ich einen Film konzipiere, also ein Drehbuch schreibe, muss ich nicht unbedingt die Beleuchtung machen. Wenn das geht, ist es wunderbar, aber es gibt Grenzen, wo es klar ist, da können andere das viel, viel, viel besser. Und warum nutze ich die in dem künstlerischen Bereich und nicht in dem Vermarktungsbereich, indem ich sage, lass uns da mal gemeinsam rangehen und vielleicht, wenn ich telefonieren muss, setzt du dich einfach daneben und kochst mir schon mal einen Kaffee, dann kann ich, wenn ich den Mund trocken habe, mir einen Schluck Kaffee geben lassen oder nehmen oder wie auch immer. Also so. Oftmals müssen ja die anderen dann gar nicht so sehr viel tun, sondern das ist sowas wie, wenn wir unsere kleinen Kinder an die Hand nehmen und sagen, ich gehe mal mit, und die machen das eigentlich ganz alleine. Aber wir sind dabei. Es sich selbst angenehm machen und selbstfürsorglich zu machen, diese wirklich schwere Aufgabe, diese lästige Aufgabe, diese psychisch erschöpfende Aufgabe. Alina, wo kann man dich mit dem Buch sehen oder hören? Oder kann man daraus, hast du schon irgendwas mal daraus vorgelesen? Oder nimmst du das mit in die Uni? Oder was kann man so von dir da sehen oder hören? Ich weiß nicht genau, wann es ist. Es gibt verschiedene Vorträge, die ich dazu halte, wo wir auch ins Gespräch kommen. Einen mache ich zum Beispiel beim Podcast, also geschrieben P-O-T-T, Cast. Das ist ein neues Netzwerk für Schauspieler und Schauspielerinnen. Und das ist Ende Juni, sieht man auf deren Website. Und das ist übrigens für alle offen. Wir wollen einfach, ich mache einen Impulsvortrag und dann werden wir da ins Gespräch kommen. Aber es ist auch oft so, dass ich Workshops gebe zu dem Thema. Ne? Also, dass wir das, was in dem Buch steht, praktisch umsetzen, diese Übungen in der Gruppe und so. Das biete ich hier an. Und es ist aber auch häufiger so, dass Berufsverbände mich dazu buchen zum Beispiel, ne? Und sagen, ja, biete das mal hier für unsere Leute an. Das kann man sicherlich über deine Website erfahren. Genau. Und ich achte auch immer darauf, das habe ich auch geschafft, 12 Jahre lang. Es war so mein erstes Ding, als ich angefangen habe, dass ich gedacht habe, ich möchte Künstler und Künstlerinnen nicht warten lassen auf eine Antwort. Also sie warten in der Regel nicht lange darauf. Es wird schnell geantwortet, weil die Warterei in dem künstlerischen Metier ist eben auch etwas, was sehr, sehr viel Kraft fordert. So, ne? Ich wollte noch was anmerken zu dem, dass du sagtest, ja, ich kann das doch delegieren. Ne? Ich mache doch auch sonst nicht alles selbst. Und das wäre eben zum Beispiel die Aufgabe der dritten Person für das Trio, das festzustellen. Zu sagen, so, mein Lieber, meine Liebe, hier an der Stelle sehe ich doch, hier kommt nichts in die Gänge, sind wir doch mal ehrlich. So. Aber es muss getan werden. Weil da mache ich auch keinen Hehl draus. Es muss getan werden. Es muss gutes Präsentationsmaterial sein. Es muss ein Netzwerk aufgebaut werden. Und dieses Netzwerk muss befüttert werden mit Bewerbung und so weiter. Und es muss gut verhandelt werden und so das alles. Aber die dritte Person könnte eben auch sagen, hier an der Stelle komme ich an meine Grenzen, aber dann darf das Thema nicht enden. Wen suche ich mir dafür? Wen bekomme ich dafür? Welche auch vielleicht unkonventionellen Wege gibt es da? Ja, wenn ich jetzt nicht eine Agentur finde, eine Galerie finde, vielleicht habe ich einen guten Freund, eine gute Freundin, der oder die das Telefonieren für mich übernimmt. Viele Agenturgeschichten oder Managementgeschichten sind so entstanden. Mit der Schwester, mit dem Partner, mit einer Freundin. Also nochmal ein kleiner Aufruf an die Künstler und Künstlerinnen. Wobei ich muss natürlich auch sagen, als ich das Buch gelesen habe, ich habe an vielen Punkten gedacht, und ich glaube, das habe ich auch geschrieben, das ist nicht nur ein Buch für Künstler und Künstlerinnen, sondern da sind so viele Ideen drin, die jeden von uns im Alltag betreffen. So, das ist ein Ratgeber auch für jeden um uns herum ist, auch für Menschen, die nicht künstlerisch tätig sind. Da sind so viele praktische Ideen drin, die ja einfach gut aufzugreifen sind. Und wir dürfen uns Hilfe holen. Ja. Ich glaube, es geht ums Sichtbarwerden. Ne? Und das betrifft alle. Deshalb sage ich ihm auch immer gerne kreative Persönlichkeiten. Also, dass ich kreative Persönlichkeiten berate. Es geht darum, dass, also auch gerade Persönlichkeiten, die
sensibel sind, vielleicht eher introvertiert auch sind und trotzdem da draußen stattfinden wollen, mit wo, was auch immer. Ne? So, und da würde ich auch sagen, das ist für alle die. Ja. Ja, Alina, ganz herzlichen Dank. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir kommen nun zum Ende dieses kleinen Interviews. Künstler fragen Künstler. Ich möchte mich bei Ihnen fürs Zuschauen und fürs Zuhören bedanken. Ganz besonders bedanken möchte ich mich in dieser Staffel Kunst gefragt bei meinem heutigen Gast, die Autorin Alina Gause. Alina, ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht und ich bin gespannt, was weiter mit diesem Buch passiert. Und ich freue mich, meine Damen und Herren, wenn wir uns demnächst wiedersehen in dem nächsten Gespräch, wenn Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Peter W. Strux und diese Sendung können Sie in dem Podcast des Paul Klinger Künstlersozialwerks nachhören und nachsehen, in den einschlägigen sozialen Medien. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis bald und tschüss, Ihr Peter W. Strux. Und dir, Alina, tschüss, alles Gute, bleib gesund, bis bald. Tschüss. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Thank you.